Ich wünsche dir Gottes Segen und das mit Abstand beste Weihnachtsfest, was du jemals hattest. Hallo, ich bin Jens der Christ und du fragst dich jetzt, wie kann denn das sein in dieser Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, keine Leute treffen können, wie kann denn das ein wunderschönes Weihnachtsfest werden? Und dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, was ist denn an Weihnachten das Wichtigste? Sind es die Geschäfte, in denen wir nicht mehr reingehen konnten? Sind es die Geschenke, die wir vielleicht nicht bekommen, weil der Paketbote zu spät kommt? Was ist das Wichtigste an Weihnachten? Ist es das, was wir zurzeit nicht haben? Oder ist es das vielleicht nicht? Ist es vielleicht etwas anderes? Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Einkaufen gehen, die Weihnachtsmärkte, der Glühwein, die Geschenke, das ist eigentlich nicht das, worauf es zu Weihnachten ankommt. Und vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass uns jetzt bewusst wird, dass wir das Ganze zu Weihnachten gar nicht brauchen. Denn Weihnachten geht es um das Geschenk Gottes für uns Menschen. Dieses Geschenk ist ein sehr persönliches Weihnachtsgeschenk für dich, von Gott. Und darauf kommt es an. Dieses Geschenk ist ein sehr wichtiges Geschenk für dich. Und vielleicht fragst du dich mal, mit wem willst du ein sehr wichtiges Geschenk für dich teilen? Vermutlich willst du doch so ein wichtiges Geschenk am liebsten mit deinen engsten Freunden und Verwandten teilen. Und dieses Jahr sind wir irgendwie ja dazu gezwungen, uns zu überlegen, welche Menschen sind uns besonders wichtig? Und mit welchen Menschen möchte ich dieses Jahr Weihnachten feiern? Das bedeutet, dieses Jahr werden wir auf das fokussiert, was uns besonders wichtig ist. Und sollte es wirklich so sein, dass dir bewusst wird, was Weihnachten wirklich wichtig ist, dann ist es für dich mit Abstand das beste Weihnachtsfest. Und solltest du einen Weihnachtsgottesdienst vermissen, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass du einen Weihnachtsgottesdienst sehen kannst. Und zwar übers Internet. Bei diesem Weihnachtsgottesdienst geht es um mit Abstand der heiligste Abend. Dieser Gottesdienst ist mit Samuel Koch und den Real Life Guys. Du kannst den Gottesdienst heute um 16 Uhr live im Internet anschauen oder wahrscheinlich auch später noch. Einfach mal so, wann du Zeit hast. Und jetzt wünsche ich dir nochmal Gottes Segen und frohe Weihnachten.